Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der NF-Marsch Version 1.4, Produktion 1.5. Wir werden jetzt doch hier mit der Maschine Getreide aussehen, zwar Weizen. Dazu werden wir ganz kurz den Kurs berechnen. Und zwar ein, zwei Vorgewende. Könnte sein, dass es vielleicht zu viel ist. Bisschen kleiner machen und einstellen. Ah, Brücke. Gute Brücke stört nicht. Dann tappen wir mal durch, ne? Irgendwo wird auch schon der Traktor sein. Das ist auch eine Option. Mit dem Flug. Ah, da haben wir noch. Ja, das ist gut. Wir haben ihn gefunden. Dann fahren wir Richtung Großer Feld 13, ne? Wo stehen wir? Gute Frage. Gerade irgendwo stehen wir garantiert. Mit dem 13 müssen wir hinfahren. So, wir sind aktuell Tankstelle. Kurz mal kleine Karte machen. Bei 48. Ach, da war dunkel, da haben wir es erfahren. Irgendwann war gewesen. Muss ich mal gucken in der großen Karte, wo wir hin müssen. So, 49. Da unten sind wir. Mensch, ist so weit weg von 13. Da müssen wir drehen. Junge, das ist so weit weg. Das ist so weit weg. Da geht es auch nicht lang. Oh, Leitplanke, Leitplanke. Oh. Da haben wir mal Glück gehabt, du. Ja, irgendwie muss man drehen. Irgendwie. Mit diesem großen Geschoss. Übers Acker? Na, das geht nicht. Gucken wir mal. Die Richtung geht noch weiter weg. Oh. So, mal ganz kurz. Keiner gucken. Ne? Keiner guckt. Keiner guckt. Keiner guckt. Jetzt. Ah, jetzt können wir gucken. Das ist ja gut. So, ewig nicht angekommen. So, wir fahren hier mal zurück. Hat 1,28 Benzin, so billig. Langes her, ne? Ich meine, hier in Österreich kostet Diesel 1,15 in der Früh und fast 1,20 zum Mittag. So, jetzt fahren wir die Richtung geradeaus und dann hier bei der 46, nee, vor, jetzt fahren wir links ab. Am Depot. Mann, jetzt wenn ich daran denke, jetzt muss ich noch ein ganzes Jahr warten mit LS und noch ein Jahr warten. Oh, das ich habe schon so gefreut drauf. Ne, was Neues, aber was Neues, da kommt ja was Neues, ne? Also meistens in der hier. Einzige, was hier top ist, ist hier Crossplay und Season. Ne? Alles andere, ja gut, kann man nehmen, aber weil das dauert am längsten, das zu programmieren. Ne? Und wie man sieht, ist halt Crossplay noch nicht fertig. Anführungszeichen und ja, Season ist dann nur offiziell komplett, aber wie gesagt, Outreif ist auch noch nicht perfekt, ne? Aber gut, Outreif verwende ich im Grunde nicht. Das ist mir etwas zu kompliziert. So, fangen wir hier vorne an. So, immer den alten Kurs löschen. Wir müssen ja mal pflügen, wenn wir was tun, ne? Sonst kommen wir nicht weiter. Kommt bald der Winter. Und dann haben wir nicht fertig. So, jetzt mal ganz kurz noch Kontrolle machen, Tiere, ob wir nicht vergessen haben. So,
Schweinestall, also unsere ältesten Jungtiere, 41 Kilogramm im Schnitt. Auch ein paar Leiche dabei. Hier sind 50 bis knapp 40. Hier sind die Fliegengewichte und hier sind die 19 Kilo. Hier sind die großen. Es sind aber auch hier schon 12 Kilo. Die müssen alle in diesen Stall rein, die Kleinen. Muss ich mal irgendwann machen. Also irgendwann ist soweit. So, und hier unsere Kühe. Häusilage ist eh nicht so tragisch. Gras ist voll. Unsere erste Kuh hat 0,7. Also die hat schon verspätet schwanger geworden. Ne? Dann 0,2 ist schon nicht schlecht. Na, das ist bald soweit. 0,2 Jahre, das sind 2 Monate ungefähr. Also zum Winter haben wir die ersten Kälber. Yeah, jetzt können wir noch mehr arbeiten. So, wenn es Milchkühe werden, ist gut. Könnte man behalten. Die männlichen Tiere, wenn sie hier kommen, weiß ich nicht genau, kaufen kann man die ja. Dann würde ich die sofort in den zweiten Stall einbringen. Also alle männlichen Tiere, die weiblichen Tiere lasse ich drinne. Ich denke mal, die so 9 Jahre, naja, jetzt wo wir ein Jahr länger machen können, ne? Naja, müsste man ein Tier auch einen Stall machen, weibliche Tiere eigentlich, aber für jedes Generation bin heftig. Müssen wir sehen, ja, dass wir die Älteren irgendwann nach 5, 6 Jahren abgeben, ne? Zum Metzger. Ist halt so, ne? Aber noch lange nicht so weit. Also müssen wir mindestens 3, 4 Kälber kriegen noch. Mindestens. Mindestens. So, jetzt wird ein bisschen lustig jetzt, ne? Ein bisschen eng mit uns hier. Gleich hinterherfahren, das müsste auch gehen. So, Tempomat. Mal leicht schneller machen. Tempo angleichen, das ist ein entscheidender Punkt dabei. Zum einen soll er nicht in die reinfahren ins Fahrzeug, zum anderen soll er nicht ins Mähwerk reinfahren, in den Schneidweg. So, was ist die Zeit? 8 Minuten. Ne? Ah, der Timer läuft immer. Ja, wenn die vollen um die 15 Minuten lang sind, bis 20, das ist auch vollkommen okay. Überlänge hilft ja keinen weiter, ne? Soll jederzeit haben, um woanders schauen zu können. Will ja niemanden vereinbaren hier, dass er vereinnahmen, dass man hier nur bei mir sein soll, sondern wenn man die Folgen so lang macht, dass man auch überall schon mal reinschauen kann. Ne? Ich überlege auch schon hier heftig, ob ich die Folgen auf 7 wieder zurückdrehe. Aber wenn es mal richtig läuft, dann geht es ja auch alles. Ne? Dann kannst du ja auch was schaffen. Aber wenn die Einstellungen nicht passen und das auch nicht passt, dann ist es immer schwierig. Ja, das Mikrofon ist weit weg, aber das Ding ist nicht bei, ne? Ich hab der Popshop hier, wie das Ding heißt. Ist äußerst praktisch, ne? Du, mach nicht so eine Schlenker hier. Gleiche Folgen gezählt. Also ich glaube
9 sind es, glaube ich, jetzt. Naja. Ist schon schön, wenn ich die morgen fertig kriege. Dann kann ich dann sagen, weh, bearbeiten. Immer 7 oder 8 Hochladen geht es ja auch. Aber wenn es voll und fertig ist, sind sie fertig. Ne? Ist ja so, ne? Bei Turing-Kabel mache ich es auch nicht so extrem. Also. Aber das Hochladen ist schon ein Akt. Ne? Also 14 Folgen ist schon heftig. Also ich kann nicht auf einmal machen, dass das spinnt der Browser, weil der Prinzip dann immer stärker liked, weil er voller der Speicher zu voll ist. Also der interne Speicher irgendwie. Und dann reagiert alles irgendwie langsam. Deswegen mache ich 7 Folgen, dann nochmal 7 etappenmäßig. Und dann, wenn der 7 Folgen hochlädt, kann ich bei euch was anderes machen. Das dauert ungefähr 2 Stunden. Naja, bei 7 Folgen LS nicht, da ist es eine knappe Stunde, eineinhalb vielleicht. Also. Aber hier jetzt haben wir die, da sind 30 Minuten Folgen, das ist schon heftig. Da brauche ich schon über 2 Stunden so. So, es geht zur BGH. Wir einen Hänger hinbringen, ne? Hat sich der Radioempfang? Ob der Player passt? Oh ja, ja, genau. Gut, dass wir hier noch nicht ausgesät haben. Ah, das geht ja nicht. Tute, was wir hören. Außenansicht. Tut leise, ne? So normal? Weiß ich nicht. Ja, der Herbst ist schön, wenn trocken ist, ne? Aber gut. Wir brauchen auch viel Regen. Also das wird schon nächstes Jahr wieder dramatisch, wenn es kein Regen mehr kommt, ne? Also der Januar war recht trocken gewesen. Februar, ja. Also der Norden hat bis man gekriegt, im Süden ist wenig. Also wir hatten mal neulich ein bisschen Schnee gehabt, also nur ganz, ganz wenig. Es war leicht weiß überall, also ganz, also 2, 3, wenn überhaupt, Zentimeter Schnee. Kein Thema, das war nächsten Tag wieder weg. Aber die Natur braucht mehr, die Natur ist ausgetrocknet. Ich befürchte ja, dass es da irgendwann soweit ist, dass wir irgendwann so viel Regen kriegen, dass wir Hochwasser kriegen. Das befürchte ich ja persönlich. So. Dass es irgendwann soweit ist, dass dann saufen wir ab. Dass sie mal umgekehrt kommt, ne? Also extrem im Prinzip. Also so, einer ist fertig. Ja, das wieder, das ärgert mich schon, ne? Aber gut, das ist halt so, ne? Da ist fertig, der ist fertig. Gut. Dann kann er gleich die nächste Wiese machen. Ich brauche nämlich Getreide nächstes Jahr für die Brauerei und Stroh. Stroh, Stroh. Aber hauptsächlich Getreide, weil das nicht gut verkaufen kann. So, ups. Wenn wir oben auch nehmen für die Maschine da oben. Ansonsten müssen wir irgendwann Maschinen kaufen. Aber jetzt wollte ich keine neuen mehr kaufen, groß, weil im Prinzip ich erst näher alles verhökern werde. Also weg damit.
So. Machen wir Berechnung. Schauen wir noch. Aber Feldnummer. Ist doch schon. Nehmen wir einen Meter weniger, vielleicht ist es besser. Machen wir Weizen rein, ne? Dann können wir den Abfahren nicht so besser. Das hätte ich gedacht. Wieder eine Bahn auslassen, ne? Punkt 1 nehmen, ersten Wegpunkt, das ist immer das Beste. Dann kann er auch richtig loslegen. Aber ja, dann sucht er sich meistens die zweite Bahn aus, wenn er dicht dran ist. Das geht nicht. Ansonsten macht der eigentlich bei Aussaat immer gute Arbeit. Kann man nicht meckern. So, das läuft. Das läuft auch. Da hat er angefangen. Aufstehen, aufstehen. So, die Show, das soll es voll gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke winke, ciao ciao. Vielleicht sehen wir uns dann morgen wieder zur nächsten Folge oder heute, weiß ich genau. Habt ihr Überblick verloren für heute? Ja, tschüss und vor allen Dingen danke fürs Reinschauen. Ne? Tschüss. Und fürs Kommentieren neuerdings. Ne? Danke. Macht ja nur ein oder zwei. Ich glaube neu. Tschüss.